Frau Kollegin Düker. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die am Wochenende bekannt gewordenen Fälle von schwersten Misshandlungen in einer Flüchtlingsaufnahmeeinrichtung des Landes haben auch mich zutiefst bestürzt. Menschen, die vor Not, vor Vertreibung, vor Krieg zu uns geflüchtet sind, konnten sich nicht darauf verlassen, bei uns eine sichere Zuflucht gefunden zu haben. Nach dieser beschämenden Erkenntnis, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Flüchtlingsunterkünfte dürfen in unserem Land nicht zu rechtsfreien Räumen werden. Eine menschenwürdige Aufnahme muss unser Maßstab sein. Es war eine Fehleinschätzung. Ja, es war eine Fehleinschätzung. Das wissen wir im Lichte der heutigen Erkenntnis leider alle. Dass die Standards in den Einrichtungen, die vertraglich vereinbart wurden, ohne Kontrollen offenbar von den beauftragten Firmen nicht eingehalten wurden. Wir konnten daher eine sichere Aufnahme von Flüchtlingen hier nicht sicherstellen. Erste Konsequenzen sind von der Landesregierung gezogen worden. Es ist erwähnt worden, die Taskforce, die Verbot des Subunternehmens des LKA, das eingesetzt wurde, die Sicherheitsüberprüfung. Nun gibt es kritische Kommentare, kann man ja allerortens lesen. Warum hat man denn diese Überprüfung nicht schon viel früher gemacht? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, hätte man mich, und ich mache das jetzt ja schon auch ein paar Jahre hier im Landtag, hätte man mich vor 2 Wochen gefragt, brauchen die Sicherheitsleute in den Flüchtlingsunterkünften eine Sicherheitsüberprüfung? Hätte ich Ihnen gesagt, dass ich eine Forderung nach so einer Totaldurchleuchtung für Mitarbeiter in einer Flüchtlingsunterkunft für völlig überzogen halte. Und deswegen macht das auch kein anderes Bundesland. Und hätte man Sie gefragt von der FDP, Sicherheitsüberprüfung in der Flüchtlingsunterkunft, ich bin sicher, Sie hätten auch gesagt, dies ist eine überzogene Maßnahme. Auch hier mussten wir erkennen, das gehört doch zur Wahrheit auch dazu. Seien Sie doch redlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie bitte redlich. Auch hier mussten wir erkennen, dass die Anforderungen im privaten Sicherheitsgewerbe offenbar nicht ausreichen, um zu verhindern, dass sich Kriminelle unter die Bediensteten mischen können. Keine Verträge, keine Gewerbeordnung, keine Zertifizierung sichern, gucken wir uns die Branche doch mal an, sichern offenbar die Standards, die man von einem Einsatz in einem solch sensiblen Bereich erwarten kann. Ich habe mir das noch mal angeguckt mit der Gewerbeordnung. Offenbar kann man in diesem Land leichter eine Pommesbude aufmachen, leichter ein Sicherheitsunternehmen als eine Pommesbude aufmachen. Wir brauchen aus meiner Sicht, Herr Laschet, auch das in Ihre Richtung nach Berlin. Wir brauchen auch, es besteht auch ein Handlungsbedarf. Und die Innenministerkonferenz hat das im letzten Jahr beschlossen, dass hier das Gewerberecht dringend überarbeitet werden muss. Wir brauchen bessere Zertifizierung und Überprüfung. Neben diesen Kontrollen brauchen wir aber auch sehr schnell und dringend neue Aufnahmeeinrichtungen im Land. Die oft nur befristeten Notaufnahmen, Überbelegungen müssen schnell abgebaut werden. Das leugnet hier niemand. Das heißt, in Essen haben wir eine dauerhafte Immobilie gefunden oder in Mönchengladbach. Da muss jetzt der Turbo eingeschaltet werden, dass man dort starten kann. Und zu Recht, Herr Stamm, das ist völlig richtig, ich gebe Ihnen recht, dieses ganze System der Erstaufnahme muss auch auf den Prüfstand. Den Bericht haben Sie angesprochen. Bis Ende des Jahres erwarten wir auch wir hier eine Neukonzeptionierung der Erstaufnahme angesichts steigender Flüchtlingszahlen. Denn Tatsache ist, die Überbelegung schafft viele Probleme, die gelöst werden müssen, und zwar schnell. Aber, und das sage ich auch ganz klar, bei allen realen Problemen, die derzeit mit den steigenden Zahlen von Flüchtlingen verbunden sind, finde ich es grundfalsch, hier in der Rhetorik, das ist heute wieder passiert, von Flüchtlingsströmen oder gar von Flüchtlingswellen zu sprechen, wie es oft getan wird. Nein, da kommt keine Naturkatastrophe auf uns zu. Es kommen Menschen. Niemand verlässt seine Heimat ohne Grund. Es kommen Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und ja, es werden wahrscheinlich 200.000 Asylbewerber ihren Erstantrag in diesem Jahr bei uns stellen. Es waren Anfang der 90er Jahre mal doppelt so viel. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, weltweit sind derzeit über 50 Millionen Menschen auf der Flucht, so viel wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es muss für unser Land möglich sein,
diesen Menschen mit einer Willkommenskultur zu begegnen und ihnen eine menschenwürdige Aufnahme zu gewährleisten. Und anders als die CDU meinen wir, dass hier angesichts des Flüchtlingselends in Syrien und im Irak auch dringend ein weiteres Kontingent aus diesen Krisenregionen nötig ist. Und wir meinen auch, Herr Laschet, anders als Sie, dass die Aufnahme dieser Menschen eine Gemeinschaftsaufgabe darstellt von Bund, Land und Kommunen. Und aus Berlin gibt es dazu von Ihrer Partei, Herr de Maizière hat es gestern erst wieder über die Medien verbreitet, leider nur zwei Antworten. Und das sind Abschottung, Abwehr und Abwälzung der Kosten auf Länder und Kommunen. Und zu Ihrer pathetischen Aussage, ja, wo waren Sie an der Seite von Herrn Kretschmann im Bundesrat? Sie schreiben in Ihrem Antrag, Ihre Aussage in der Beantragung der Aktuellen Stunde, dass die Einstufung der Westbalkanländer, und jetzt kommt's, zu sicheren Herkunftsländern die Bearbeitung zehntausender Anträge in NRW beschleunigt. Herr Laschet, diese Aussage ist nachweislich falsch, denn die Verfahrensdauer wird auch mit diesem neuen Gesetz nicht verkürzt, solange das Bundesamt für Migration und Flucht nicht mit ausreichend Personal ausstattet. Und das wissen Sie ganz genau, ganz genau. Trotzdem behaupten Sie wieder besseren Wissens hier das Gegenteil. Und zweitens, und das macht das Ganze noch schlimmer, Sie sprechen da mit einer ganzen Flüchtlingsgruppe Ihre individuellen Fluchtgründe ab und stigmatisieren eine Minderheit, die ohnehin schwer hat und ausgegrenzt wird. Fahrlässig nenne ich das, fahrlässig. Was wir nicht brauchen, Herr Laschet, was wir hier nicht brauchen, ist hier eine "Das Boot ist voll und wir schieben die mal alle schnell wieder ab" Rhetorik. Wir brauchen echte Hilfe. Wir brauchen hier echte Hilfe für die Kommunen. Und mit diesem Gesetz streuen Sie den Menschen Sand in den Augen. Sie verkaufen die Leute für dumm, denn da kommt nichts an bei den Kommunen an echter Hilfe. Schließen Sie sich doch der Forderung an. Der Kollege Körfges hat es gesagt. Machen Sie im Bundesrat mit, das Gesetz liegt auf den Tisch. Schaffen Sie dieses unselige Asylbewerberleistungsgesetz ab. Sie entlasten die Kommunen in NRW um 50%. Aber Sie halten lieber an einem Repressionsinstrument für die Flüchtlinge fest, anstatt den Kommunen wirksam zu helfen. Und Herr Schäuble schreibt hier seine schwarze Null auf dem Rücken von Ländern und Kommunen. Und das wissen Sie ganz genau. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, Herr Laschet. Es hilft auch nicht, wenn CDU-Vertreter vor Ort sich daran beteiligen, und das sollten Sie sich auch mal angucken, wenn hier Stimmung gegen neue Landeseinrichtungen gemacht wird. So zeigt beispielsweise Eckhard Uhlenberg, immerhin Vizepräsident des Landtags, einer Meldung der Rheinischen Post vom 7. Dezember 2012, zeigt er Verständnis für den Protest der Anwohner in Wickede-Wimmern angesichts der Planung einer neuen Erstaufnahme. Und er meint, Zitat, dass das Flüchtlingsheim eine unzumutbare Belastung für die Bevölkerung darstellt. Und dann der CDU-Bürgermeister Hermann Arth wird in diesem Artikel wie folgt zitiert: "Dann schreiben Sie aber auch, dass ich weiter dafür kämpfen werde, dass dieser Unsinn ein Ende hat." Sie reden hier von einer humanitären Flüchtlingsaufnahme und vor Ort sind es Ihre Bürgermeister, die alles versuchen, diese Einrichtung zu verhindern. Und ich sage Ihnen noch was, und wenn Sie schon Flüchtlingsaufnahmeeinrichtungen öffentlichkeitswirksam besuchen, dann kommen Sie mit mir mal mit nach Rees am Niederrhein, wo auch Ihre Partei regiert, in den vergammelten Containern, wo die Menschen Sachleistungen statt Geldleistungen bekommen und mit irgendwelchen Punkten in irgendwelchen Shops vergammelte Lebensmittel tauschen können. Dann kommen Sie auch damit mal hin. Also reden Sie hier nicht von Flüchtlingsschutz und handeln Sie vor Ort ganz anders. Diese Mutation, Herr Laschet, diese Mutation zur Flüchtlingsschutzpartei nimmt Ihnen in diesem Landtag hier niemand ab. Und dann erklären Sie, und es kommt noch besser, dann erklären Sie forsch im WDR-2-Interview, ich traute meinen Ohren nicht. Sie behaupten einfach, dass dort, wo die CDU regiert, das mit den steigenden Asylbewerberzahlen alles unter Kontrolle ist. Da fragt der Redakteur Sie nach einem Beispiel. Dann nennen Sie Bayern. In Bayern ist die Welt in Ordnung, da wird alles kontrolliert, und in Sachsen. Herr Laschet, ich empfehle Ihnen einen Faktencheck. In der Erstaufnahme in Zierndorf ist Platz für 650 Menschen. Im Mitte September diesen Jahres wurde eine Belegung mit 1600 gemeldet und ein Notzelt aufgebaut. Wohlfahrtsverbände sprechen von katastrophalen Zuständen, und im April
wurden dort 3 Mitarbeiter wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt, weil sie sich geweigert hatten, einen Notarzt für ein schwerkrankes Flüchtlingskind zu rufen, das daraufhin fast gestorben wäre. Das sind Ihre paradiesischen Zustände in CDU-regierten Ländern. Herr Laschet, bleiben Sie redlich! Bleiben Sie redlich! Sie missbrauchen hier das Thema für eine Partei, für Ihre parteipolitischen Zwecke. Und ich sage Ihnen, es ist schäbig, denn dieses Thema eignet sich dafür nicht. Und ich sage Ihnen noch was in Ihrer Regierungszeit, die Sie ja auch immer gerne ausblenden und vergessen. Ich erinnere mich gut, als der Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen, ein unabhängiger Dachverband der Flüchtlingsorganisation, als er in Ihrer Regierungszeit die inhumane Flüchtlingspolitik Ihres Innenministers Wolf angeprangert hat, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, was haben Sie da gemacht? Im ersten Haushalt haben Sie erstmal dem Flüchtlingsrat die Finanzierung gestrichen, um ihn mundtot zu machen. So sind Sie damals damit umgegangen. Wo waren denn Ihre Bekenntnisse als Integrationsminister im damaligen Kabinett Rüttgers gegen Innenminister Wolf zu seiner Abschiebepolitik? Wo waren Sie denn da? Für meine Fraktion, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedauere es sehr, dass Sie diese Debatte in dieser Form hier führen, denn um die Sache geht es Ihnen nicht und das unterstelle ich Ihnen auch. Für meine Fraktion kann ich erklären, ich kann Ihnen auch gerne noch mal die Reden vom Kollegen Theo Kruse, der ist heute nicht da, ne? Das kann ich mir vorstellen, raussuchen, was der hier so zum Besten gegeben hat, zu menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Für meine Fraktion kann ich hier erklären, wir stehen dafür ein, dass die Vorfälle schonungslos aufgeklärt werden, dass Fehler dort benannt werden, wo es Versäumnisse gegeben hat, und die hat es gegeben, und dass dann und nur dann kann man auch die notwendigen Konsequenzen ziehen, wenn man genau hinguckt. Und ich möchte, dass dies nie wieder in Nordrhein-Westfalen passiert. Wir übernehmen hier die Verantwortung. Wir übernehmen die Verantwortung für eine humanitäre Flüchtlingspolitik, für Flüchtlingsschutz, und das werden wir als Fraktion, die Grünen, hier im Landtag auch weiterhin tun. Schönen Dank. Applaus